Ängste, Befürchtungen oder eben, wie der Petrus sagt, Sorgen, die wegzuwerfen, ist gar nicht so eine erfolgreiche Sache auf Anhieb, weil sie haben Tendenz, immer wieder zurückzukommen an ihren Ausgangsort. Man wird sie nicht so ringlos. Darum gehört zu dieser Sportart vom Sorgenwerfen noch etwas Zweites. Nämlich, man muss sie auch noch am richtigen Ort herwerfen, an einem Ort, wo sie dann auch bleiben hängen, wo sie dann bleiben, wo nicht die Luft ausgeht. Das haben wir im vorderen Teil miteinander schon bereits ein bisschen angeschaut. Hier war einer offensichtlich erfolgreich mit Sorgenwerfen. Sie sind tatsächlich bleiben hängen. Der Petrus sagt das so einfach. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Aber wo man die Kunst lernen kann und warum das funktioniert, dass die schlussendlich ganz verschwinden und nur noch die Nägel zurückbleiben, das kann man verstehen, wenn man den Petrus an einem anderen Ort liest, was heisst, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das muss irgendwie mit dem Kreuz, mit diesen Wunden, mit dem Leiden von Jesus auf das Engste verbunden sein, unsere Alltagssorgen, und dass man die bei ihm los wird, das muss einen sehr engen Zusammenhang haben. Aber wie? Unsere Lebensängste, Angst vom Alleinsein und nachher die Angst vor der Ablehnung und erst recht, wenn man Fehler gemacht hat, nochmal überhöht, die Angst, wir werden dann auch gerichtet, das sind sehr, sehr tiefliegende Ängste. Und dementsprechend ist nachher auch die Festung, die man dagegen aufbaut, eben die Hybris heisst ja auf Griechisch, das heisst die Überhebung, der Hochmut, ich mache es halt jetzt selber, allem zum Trotz, ist dann auch wieder sehr hoch. Und das gibt beides zusammen einen Teufelskreis, den niemand durchbrechen kann. Niemand kann das, außer das sehr deutliche Zeichen von Jesus, das Opfer, wo er sagt, euch vergebe ich radikal, ich nehme euch radikal an. Und so haben Menschen je bis zum heutigen Tag können aus diesem Teufelskreis ausbrechen. Aber die Nägel gehören dort fest in die Geschichte hinein. Der Petrus selber war sehr kompetent, über das Thema zu reden. Er hat nämlich schon wieder angefangen, Sorgen nach seiner grossen Verleugnung, nach dem Sturz, wo er von hoch oben runtergefallen, der Kapitän von diesen 12 flach am Boden, und gesagt hat, ich kenne den Mann nicht einmal, Jesus. Ist er nachher zurück auf Galiläa und gesagt, komm, wir gehen wieder fischen. Da waren sie wieder im Alten innen. Und Jesus ist ihm dort begegnet und hat ihn wirklich gereinigt von dem schlechte Gewissen, wo er seinem Meister nicht mehr richtig in die Augen schauen konnte. Er hat ihm nachher aber auch etwas Neues gesagt. Er hat gesagt, ja, jetzt musst du nicht mehr fischen. Wir reden jetzt auch nicht mehr vom Menschenfischen. Wir reden jetzt von etwas Neuem. Eben so wie hier. Er hat ihm gesagt, weide meine Herde. Und jetzt hat der Petrus gewusst, es ist gut. Das war die Geburtsstunde von seinem Sorgenwerfen. Von dem war er ein wirklicher Apostel. Der Petrus, der nachher als Apostel und Hirt teilweise auch ein wenig Querulanten von Schafen, schwierige Kostgänger, Leute mit Hüfenproblemen, die sie zu ihm kommen. Er war sehr froh, dass er die Grundlektion jetzt auch kennt, nämlich, dass er jetzt nicht alles tragen muss, sondern dass es noch mal einen grösseren Hirte gibt, auf den kann er alle Sorgen werfen. Und gleichzeitig sehen wir ja, in dem, wie zerstörerisch das wäre, wenn man weiterhin sich immer sorgen würde. Wir kommen nie aus diesem Teufelskreis raus. Beides wird klar. Auf der einen Seite, warum braucht es so einen grossen Preis, so einen teuren Preis, so einen hohen Preis? Und auf der anderen Seite, was ist denn der Erfolg davon? Was hat Jesus können bewirken mit dem, was für Leute sind aus dieser Show hervorgegangen?